Erst einmal schauen sie nur zu. Chris Hurdle und Linda Taylor-Bethia aus Mobile, Alabama, sind seit einigen Wochen im Airbus-Werk Hamburg zu Gast. Sie sollen Schritt für Schritt lernen, wie ein Flugzeug vom Typ A320 gebaut wird. Selbst an einem Flieger gearbeitet haben sie noch nicht. Es war eine sehr gute Erfahrung, die einzelnen Stationen beim Flugzeugbau kennenzulernen. Aber das Schönste war bisher zu sehen, wie sie zu den Kunden fliegen. Das Werk in Mobile im US-Bundesstaat Alabama wird gerade gebaut. Im kommenden Jahr soll dort die Fertigung des A320 beginnen. Insgesamt will Airbus dort rund 1000 Arbeitsplätze schaffen. Weil die Endmontage genauso aussehen wird wie in Hamburg, sind die Mitarbeiter mehrere Monate zur Schulung in Deutschland. Ich habe bisher Helikopter gebaut und habe nur sehr begrenzte Erfahrung mit dem Bau von Flugzeugen. Ich bin seit anderthalb Monaten bei Airbus und ich lerne extrem viel über die einzelnen Prozesse. Aus verschiedenen Einzelkomponenten entstehen hier komplette Flugzeuge bis hin zur vollständigen Innenausstattung. Angefangen von der Gepäckablage, Lautsprechern und Licht. In Hamburg entstehen jeden Monat 22 A320 im Wert von knapp 100 Millionen Dollar pro Stück. In Mobile sollen monatlich 4 weitere dazukommen. Das Werk in den USA ist damit der 4. Standort für die Produktion des Kurz- und Mittelstreckenfliegers. Die USA oder Nordamerika ist einer der 3 großen Märkte für diese Kategorie von Flugzeugen, neben Europa und neben Fernost. Leider sind wir dort unterrepräsentiert, was den Marktanteil betrifft. Dieser Markt ist nach wie vor durch andere Hersteller dominiert. Und durch mehr Präsenz auf diesem Markt erhoffen wir uns auch einen höheren Marktanteil. Noch können sich die Ingenieure aus Alabama nicht vorstellen, selbst Flugzeuge zusammenzubauen. Doch sie haben ja noch Zeit und glauben deshalb fest daran, dass sie bis 2015 die Endmontage perfekt beherrschen werden. TV not so much, but we don't have any.